Hi Leute, hier ist Nils von Hamburg Tech und in dem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Gladiator-Dateien auf einer Speicherkarte speichern könnt und das Ganze dann mit dem Arduino abspielt, ohne dass ihr einen Computer braucht. Also ihr könnt dann einfach den LED-Stripe oder die Matrix irgendwo installieren, irgendwo hinkleben und braucht einfach keinen Computer in der Nähe oder auch keine Bluetooth-Verbindung, nichts. Ihr spielt einfach die Animation von der SD-Karte ab. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache. Da kann man, sag ich mal, viele Sachen verwirklichen, wo man sonst vielleicht noch nicht so dran gedacht hätte, was sich vielleicht sonst gar nicht gelohnt hätte, da irgendwie einen LED-Stripe hinzupacken, digitalen, weil man eben nicht die Möglichkeit hatte, den gezielt irgendwo anzusteuern. Und die ganze Sache ist auch noch sehr, sehr günstig. Also wenn man clever bestellt, zum Beispiel bei eBay kriegt man die, dann zahlt man unter 10 Euro für den Arduino und für das SD-Shield zusammen. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das seht ihr jetzt. So, also was brauchen wir? Wir brauchen einmal einen Arduino. Habe hier ein Uno von SenseSmart. Ist jetzt kein Originalding, aber die sind relativ günstig auf eBay. So. Dann brauchen wir so ein SD-Shield. Dieses hier kann man hier oben eine normale SD-Karte reintun, so eine große, und unten so eine Micro-SD-Karte. So, dieses Shield wird einfach auf den Arduino oben drauf gesteckt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht die Pins irgendwo verbiegt. So, jetzt ist hier überall drin. Nochmal prüfen. Und dann kann man es runterdrücken. So. Überall drin. So, jetzt haben wir sozusagen ein Arduino, der auch SD-Karten lesen kann. So, jetzt müssen wir den Arduino hier noch anschließen am Computer und eine Software draufladen. So, die Datei, die könnt ihr euch auf der Internetseite hamburgtech.de/downloads runterladen. Ist noch nicht so viel im Download-Bereich, habe ich jetzt extra nur mal hier dieses Sketching getan. Könnt ihr euch da einfach runterladen und dann auf den Arduino packen. Ja, das hier ist die Datei. Kann ich mal hier überprüfen. So. Bei mir kompiliert das. Ich hatte allerdings erst einen Fehler, dass er nicht kompilieren wollte. Und das hing hier mit dem Fastlet Library zusammen. Das kann sein, wenn da ein Fehler kommt, dann solltet ihr die nochmal extra hinzufügen. Und das macht man folgendermaßen. Also, die gibt es hier auf github.com/fastlet/fastlet, und kann auch nach googeln, wenn wir jetzt mal googeln würden, und dann einfach fastlet github ein. So, da haben wir es auch schon. Okay, dann gehen wir hier download zip. Und dann wird es auch runtergeladen und landet im Download-Ordner. So, wir gehen in die Arduino-IDE und dann auf Sketch, Library importieren, Add Library, Downloads. Und dann können wir das hier nehmen. So, was passiert jetzt? Die Library Fast kann nicht verwendet werden. Und dann meckert er hier wegen den Buchstaben. So, da können wir jetzt
Ich habe auch erstmal gedacht, so, was will der von mir? Sieht doch alles gut aus. So, und das Problem ist, man muss es erstmal öffnen. Und jetzt sehen wir hier diesen, das mag er nicht. Wir müssen das einmal umbenennen und wir nennen das einfach so. Dann verpacken wir das Ganze wieder. Und zwar als Zip. Okay. Ist jetzt total bescheuert, das zu machen, aber es hängt mit GitHub zusammen, weil das einfach diese Dateinamen so macht und Arduino kommt damit einfach nicht klar. So, jetzt können wir es machen. Jetzt hier, zack. So, was war jetzt das hier? Okay, Library Name Fastlet already exists. Ich habe schon gemacht, aber jetzt würde es machen eigentlich. Würde nicht mehr meckern. So. Okay, jetzt können wir auch. Theoretisch können wir es ja schon vorher. Hier machen. So. Hier. Wichtig ist Define Data Pin. Ist einfach der Pin später, wo die Datenleitung beim Arduino angeschlossen wird und hier NumLEDs ist, wie viele LEDs man hat. Und der verwendete Chipsatz ist einfach hier WS2811. Die sind jetzt ja, einmal diese WS2811 oder auch die 12A oder die, also 12A oder 12B. Die sind da auch mit abgedeckt, weil das eigentlich der gleiche Chipsatz ist. So, mehr braucht man eigentlich auch nicht machen. Nur hier, wie gesagt, den Pin kann man auch so lassen und wie viele LEDs man hat. So, und überprüfen wir das Ganze. Ist kompiliert. So, Board Arduino Uno und der sitzt am COM3, alles gut. Können wir das Ganze hochladen. So, dann wäre jetzt von der Arduino-Seite her schon mal alles abgeschlossen. Speichere das Ganze nochmal. So, dann öffnen wir jetzt die Gladiator-Software und stellen das Ganze so ein, wie wir es brauchen. Also jetzt hier auch 12, weil ich 12 LEDs habe. Auf dann so. Und jetzt werden wir gleich einfach aufnehmen, was wir später auf der SD-Karte haben wollen. Und das machen wir so. Auf Recorder gehen. Und dann können wir hier sagen Record. Und die Dateien nehmen wir My Anim für My Animation 2.dat. Und gehen auf Speichern. So, jetzt fängt er an. Man sieht hier die Dateigröße, man sieht, wie viele Frames er insgesamt gespeichert hat. Das kann man jetzt erstmal klein machen. So, jetzt haben wir diese Animation. Können auch ein bisschen heller stellen, dann sind die LEDs auch voller Helligkeit, so werden sie ein bisschen dunkler. Ich mache sie mal kurz ganz aus. Jetzt sind sie wieder an. Jetzt nehme ich mal hier Fading Pixels. Da haben wir jetzt nur so einzelne. Das werden wir dann später auch sehen, wenn wir das von der Speicherkarte abspielen. So. Dann nehme ich nochmal das. Das auch nochmal. Zack. Das hier. Sieht natürlich jetzt ein bisschen bescheuert aus, weil es einfach nur so ein LED-Streifen ist.
Aber es geht genauso gut mit einer LED-Matrix. Weil einfach die Einstellungen, die man jetzt gemacht hat, mit der Größe, die werden jetzt einfach gespeichert in der Datei und dann später abgespielt. So, das reicht jetzt auch eigentlich schon. Sagen wir einfach Stopp. Und die Datei ist jetzt nur 75 Kilobyte groß und insgesamt sind 2101 Frame. So. Die Datei ist jetzt diese hier. Und die kopieren wir jetzt einfach auf die Speicherkarte. Ja, so. Wichtig ist, dass die Datei, die hier lösche ich mal, ja. Wichtig ist einfach, dass die Datei so heißt. MyAnim.dat. Einfach MyAnimation.dat. Das ist so in dem Arduino-Sketch definiert. Wenn man es dort umbenennt, dann kann es natürlich auch anders heißen, aber ist ja eigentlich egal, wie es heißt. Also so muss es heißen, sonst funktioniert es nicht. Wichtig ist, dass die Speicherkarte auf FAT32 formatiert ist, weil sonst kann der Arduino damit nicht umgehen. Nur mit dem Dateisystem kann er umgehen. Oder auch noch mit anderen FAT-Dateisystemen. Genau, die muss einfach darauf formatiert werden. Den Fehler hatte ich auch erst, die war auf NTFS formatiert. Und genau, formatiert die einfach, echt dick formatieren, dann hier das Dateisystem auswählen, gucken, dass nicht noch irgendwelche wichtigen Daten drauf sind und dann funktioniert es. Ja, die Datei muss so heißen und ja, jetzt können wir auch eigentlich das Ganze auswerfen. So, den Arduino. Schließen wir jetzt nochmal so an. Das hier ist die Masse, also Ground. Die schließen wir oben in GND an. Und hier haben wir nochmal das Datenkabel. Das kommt jetzt hier in den Anschluss, in den Pin 6 rein. Dann ist der Arduino auch schon fertig angeschlossen. Also hängt hier am USB, einfach um Strom zu bekommen. Er könnte jetzt natürlich auch einfach hier seinen Strom bekommen über Netzteil oder Batterie könnte er angeschlossen werden, weil er braucht ja wie gesagt vom Computer braucht er keine Daten mehr. Genau, hier ist auch noch mal wieder ein Kondensator und hier ist noch mal ein Vorwiderstand von 470 Ohm, der zwischen der Datenleitung und dem Dateneingangspin von den LED-Stripe liegt. So. Jetzt machen wir nichts anderes, außer die Speicherkarte reinstecken und dann noch einmal hier die Reset-Taste drücken. Und wir sehen, die LEDs machen Licht. Und das sind jetzt einfach die Animationen, die wir eben aufgezeichnet haben. Und die sieht man jetzt einfach, die werden jetzt von der SD-Karte abgespielt. Und wenn die einmal komplett durchgelaufen sind, dann fängt es wieder von vorne an. Da ist jetzt, wo ich eben einmal das ausgemacht habe, die Helligkeit. Und jetzt sehen wir gleich diese Animationswechsel. Also man sieht, es sind genau die Animationen, die eben aufgezeichnet wurden. Ja, also wie man sieht, eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Kann man innerhalb von ein paar Minuten theoretisch
fertig haben. Keine große Geschichte. Und ich finde es super, super einfach und auch super. Man braucht einfach in Zukunft keinen Computer, wenn man irgendeine Matrix, eine Installation einfach laufen lassen will. Und die Datei, die wir jetzt da erzeugt haben, war ja nur wenige Kilobyte groß. Ich habe da eine 16 GB Speicherkarte drin. Man könnte jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgerechnet, aber Stunden, Tage lang da verschiedene Animationen durchlaufen lassen. Und das alles ohne Computer. Für eine Matrix ist es vielleicht nicht ganz so interessant, aber besonders wenn man irgendwo LED-Stripes installiert, digitale, und einfach Strom anmachen will und es soll funktionieren, ohne dass man jetzt noch einen Computer anschließen muss. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Dann lese ich mir das durch und versuche darauf auch so zu antworten, dass euch weitergeholfen wird. Ja, das war's dann auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.